Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Auch wenn heute mal nicht gekocht, sondern tatsächlich gebacken wird. Denn meine Tochter hat heute Geburtstag und ich backe ihr einen Kuchen. Ich mache einen ganz normalen Rührkuchen und den bestreiche ich dann mit einer leckeren Pistaziencreme. Die Pistaziencreme, das Video verlinke ich euch im Abspann. Da könnt ihr dann gucken, wie die zubereitet wird. Das ist jetzt so eine Art Rührkuchenteig. So, das sind die Zutaten, die ihr braucht. 250 Gramm Mehl. Ich habe hier das 630er Dinkelmehl. Meine Tochter verträgt wegen der Histaminintoleranz ja kein Weizenmehl. Und dazu ein halbes Päckchen Weinsteinbackpulver oder ein normales ganzes Päckchen Backpulver. Dann braucht ihr 5 Eier der Größe M, eine Prise Salz, 100 Milliliter Milch, so ungefähr, Pi mal Daumen, 200 Gramm Zucker und einmal Vanillezucker. Da das bei Histaminintoleranz auch nicht geht, habe ich die Bio-Bonbon-Vanille gekauft. Das sind alle Zutaten, die ihr benötigt. Und jetzt heizen wir den Backofen schon mal vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Und die Backform, ich verwende jetzt hier eine Herzbackform, die habe ich schon mit Backpapier ausgelegt und am Rand gut eingefettet. Ihr könnt auch eine normale Springform oder auch eine Kastenform verwenden. Jetzt hole ich euch näher ran und zeige euch die Teigzubereitung. Auf geht's, ihr Lieben! Ja, ihr Lieben, die lag noch auf der Heizung, damit es ein bisschen weicher wird. Ihr braucht natürlich noch 250 Gramm weiche Butter für das Rezept. Und jetzt legen wir los. Ich hole euch näher ran. Ja, und die Zubereitung ist denkbar einfach. Ihr nehmt erstmal eure zimmerwarme Butter und die gebt ihr in eine Schüssel, wo ihr später dann alles drin verrührt. So, die hat jetzt auch genau die richtige Konsistenz. So, und die rühren wir jetzt erstmal ein bisschen mit unserem Mixer. So, das löst sich gleich, das ist kein Problem. Jetzt gebt ihr euren Zucker und den Vanillezucker dazu. Und dann rühren wir das Ganze schön schaumig. So, jetzt gebt ihr schon die Milch dazu und die Prise Salz und wieder rühren. Jetzt kommt nach und nach immer ein Ei dazu. Und wird dann erstmal gut eingerührt. Immer schön einzeln. Das nächste Ei erst dazugeben, wenn das erste gut verrührt ist. So, jetzt haben wir alle Eier eingerührt. Ich bringe mal eben den Müll weg gleich und hole noch einen Teigspatel. Aber zuerst verrühren wir noch das halbe Paket Backpulver mit dem Mehl. Wenn ihr richtiges Backpulver verwendet, nehmt ihr ruhig das ganze Paket. Aber dieses Backpulver ist extra für 500 Gramm Mehl. Deshalb brauche ich nur die Hälfte. Das ist jetzt so Pi mal Daumen. Schön vermischen. Verteilt sich das gleich einfach besser in dem Teig. So, jetzt räume ich mal eben alles weg. Und bring noch einen Teigspatel mit. Und jetzt so zügig wie möglich das Mehl in den Teig einrühren. Nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz. Einfach so lang wie nötig, aber so kurz wie möglich. Da der Rührteig eine sehr schöne Konsistenz hat, brauchen wir hier auch keinerlei Milch. Wir können das Ganze jetzt in unsere Form einfüllen.
So. Verteilen gleichmäßig. 2-3 Mal klopfen. Und ab in den Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. So, und hier seht ihr einmal den tollen Kuchen in der Herzform aus dem einfachen Rührteig. Und ich habe euch ja gesagt, es gibt einen Pistaziencremekuchen. Die habe ich ja schon vorbereitet. Das Video habt ihr hoffentlich schon gesehen. Das ist das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Die kommt jetzt hier drauf. Aber dafür hacken wir erst noch ein paar geröstete, gesalzene Pistazien als Deko oben drüber. Und die mache ich wirklich nur so mit dem Messer schön klein, nicht zu klein, stückig. Denn die sind letztendlich dann obendrauf die Dekoration. Und das geht mit dieser Wiegetechnik wirklich wunderbar und super schnell. Denn mein Multizerkleinerer, den hat es dahin gerafft mit dem Rezept. Ich brauche 9. So ist das manchmal. Der wollte nicht mehr. Es war zu viel für ihn. Er war auch jetzt schon etwas älter und von daher ist das dann in Ordnung. So, macht das mal eben fertig und stell euch auf schnell. Das reicht nämlich so schon. Wir wollen auch ein paar kernige Stückchen. So, und die Pistaziencreme, die ich vorhin im letzten Video zubereitet habe, die schmiere ich jetzt hier drauf. Dazu hole ich euch nochmal nah ran, ihr Lieben. So, und jetzt dekoriere ich den Herzkuchen noch. Ich drehe den mal in eure Richtung, damit ihr auch seht, dass das ein Herz ist. Man könnte den jetzt auch halbieren und das Ganze als Füllung machen. Da bin ich aber leider absolut nicht gut drin. Deshalb kommt das bei mir einfach oben drauf mit Liebe gemacht. So. Und jetzt verteilen wir die einfach ein bisschen, damit der Pistazienkuchengeschmack auch da ist. Also, wenn man das jetzt oben drauf macht, ist auch nicht weiter schlimm, denn so hat man auch den Pistaziengeschmack richtig schön kräftig. Ich persönlich finde das richtig gut. Und wenn man das so da drinne hat, finde ich, kommt das nie so richtig zur Geltung. Und das Häubchen darf ruhig schön dick sein. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Ein klein bisschen nehme ich noch und die restliche Creme ist dann fürs Bütterchen. So. Am Rand mache ich die Creme nicht, sondern wirklich nur oben drauf. Wenn man den Kuchen dann auf den Teller packt, dann hat man auch keine schmutzigen Finger oder sonst was. So, das schaut doch mega aus. Genauso habe ich mir das ehrlich gesagt auch vorgestellt. So. Das kommt zurück. Wollen ja nicht rumklecksen, wollen ja noch ein schönes Thumbnail nachher haben. So, mal eben hier sauber machen. Die Kante. So. Ja, und jetzt wird er noch verziert mit unseren paar gehackten Pistazien. Das gibt dem Ganzen nochmal richtig schön leckeren Crunch. Das ist nicht schlimm, wenn auch ein paar daneben gehen, das macht nichts. Es ist mit Liebe gemacht. Für meine Tochter ist das völlig in Ordnung für hier zu Hause. Verkaufen ließe der sich wahrscheinlich nicht. Aber ihr wisst ja, ich bin nicht so der Dekomensch. Aber schmecken tut's trotzdem fantastisch, ihr Lieben. So. Ja, ihr Lieben, und so lecker schaut er jetzt aus. Es tut mir wahnsinnig leid, aber es gibt wahrscheinlich diesmal keinen Anschnitt. Es ist ein Geburtstagskuchen und ich möchte ihn nicht schon vor der Feier zerstören. Wenn
ich es schaffe, ein Stück übrig zu behalten, dann bekommt ihr noch im Nachhinein den Anschnitt präsentiert. Aber verlasst euch drauf, das ist richtig, richtig lecker. Macht's unbedingt nach, es ist so einfach und schnell gemacht. Übrigens, der Kuchen war 40 Minuten bei mir bei 180 Grad Ober- und Unterhitze drin. Manche Öfen brauchen aber auch sicherlich 50 Minuten. Meiner ist ziemlich schnell. Ja, und jetzt hoffe ich, das Rezept hat euch gefallen. Dann lasst ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr aus meiner Videobeschreibung den Amazon-Link nutzen. Dann bekomme ich von Amazon eine kleine Provision. Aber für dich, da bleibt der Preis gleich. Muss nur angemeldet sein in deinem Konto, wenn du meinen Link benutzt. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ja, und hier für euch in der nochmal in der Nahaufnahme. Pistaziencremekuchen, auch wenn die Creme nur oben drauf ist. Ich finde, der ist richtig gut geworden und freue mich schon, den heute mit meiner Tochter zu verspeisen. Die hat ja Geburtstag. Ja, ihr Lieben, und so saftig und lecker schaut der Anschnitt jetzt aus. Bin froh, dass ich ihn euch noch zeigen kann. Das Stück ist übrig geblieben gestern. Das bekommt meine Tochter mit ihrer Freundin heute noch. Die teilen sich das. Und ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Probieren kann ich ihn leider nicht. Würde ja ein bisschen blöder aussehen. Aber ich kann euch versichern, der ist wirklich super, super lecker, ihr Lieben. Also probiert ihn unbedingt aus. Total einfach. Guten Appetit.